Und da hatte ich schon mal erwähnt, dass der Turm zu Babel als ganz besonderer Turm total spannend ist, als einzelnes Thema zu verfolgen, so vom Alten Testament bis in die Science Fiction und in die Fantasy. Und dann dachte ich mir, für heute hätte ich mal Lust drauf, dieses Thema mit euch anzusprechen. Wie immer habe ich einiges mitgebracht. Es gibt ein paar kleinere Doppelungen zu dem Stream von vor, ach Gott, das ist ja auch schon wieder fast 3 Monate her, 2 Monate. Deswegen, werden wir dann einfach ein bisschen zusammenfassen. Den alten Stream findet ihr auch weiterhin im Stream-Archiv auf YouTube, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt, was wir da diskutiert und besprochen haben. Und ansonsten habe ich einfach ein bisschen was mitgebracht, ein bisschen Kunstgeschichte am Anfang und ein bisschen Altes Testament. Und ich hoffe sehr auf die Unterstützung der anwesenden Theologinnen und Theologen bei der Exegese des Alten Testaments, nämlich die Bedeutung des Turmes, die ja auch ganz spannend ist. Und es ist ja eine der berühmtesten und bekanntesten Geschichten des Alten Testaments. Deswegen werden wir damit auch dann direkt anfangen. Und dann mal schauen, wo es uns hinführt, sowohl bildtechnisch als auch beispieltechnisch, als auch innerhalb unserer Diskussion, die wir ja immer so schön haben, worauf ich mich ja jeden Dienstag freue. Genau, viel mehr würde ich gar nicht mehr im einleitenden Worte sagen wollen würden, sondern eher darauf verweisen, dass ich erstens wahnsinnig erkältet bin und mich ab und zu mal umdrehen muss, um die Nase zu schneuzen, genauso wie jetzt, entschuldigt. Das wird noch etwas häufiger passieren. Immerhin huste ich auch nicht mehr wie keine Ahnung was. Das hat sich schon gebessert. Genau, und würde zum Schluss nochmal so einen kleinen Ausblick geben, was wir als nächstes Thema machen und wie es mit den Planungen für ab Oktober aussieht. Mit dem zweiten Streaming-Tag, nämlich donnerstags, mit ganz vielen Formaten. Ich habe heute mal angefangen, die Themen zu planen, habe schon die ersten E-Mails rausgeschrieben, unter anderem an Menschen, die auch hier im Chat sind. Und jetzt geht es darum, Termine auszumachen, weiterhin zu planen und zu gucken, was wir generell so alles machen wollen. Wenn ihr nicht Fragen, Vorschläge für Themen, für egal ob Themenstreams oder die Touri-Touren oder für GesprächspartnerInnen habt zu diversesten Themen rund um Kunst, Religion, Worldbuilding, Fantasy, Science Fiction, Horror, immer gerne hier in den Chat schreiben oder mir per Instagram-Nachricht. Man kann tatsächlich auch DMs hier in Twitch schicken, glaube ich. Man kann bei unserem Discord-Server dabei sein und Themen vorschlagen. Also zögert nicht. Ich bin dankbar für jede Idee, für alles, was ihr irgendwie sehen, hören, wissen wollt und baue das total gerne ein. Da ich das mit den Bots noch immer nicht so hingekriegt habe, knalle ich euch jetzt einfach mal hier die Links mal wieder rein für den Instagram-Account und auch den ewig gültigen Einladungslink für unseren Discord-Server, zu dem ihr herzlichst eingeladen seid. So, wofür brauche ich Bots, wenn ich selbst machen kann? Bin doch viel billiger und effektiver. Genau. Deswegen, falls es sonst von eurer Seite erstmal nichts gibt, würde ich auch direkt ins Thema einsteigen. Es ist ja jetzt auch schon wieder viel zu spät. Ich konnte ja schon wieder fast ins Bett. Deswegen switchen wir mal um, nämlich hierhin. Haha. Und wie ihr seht, ich stehe heute auch. Ich dachte, ich streame mal heute im Stehen. Deswegen bewege ich mich ein bisschen mehr, weil mir der Rücken wahnsinnig wehtut. Man wird alt. Die Technik funktioniert nicht. Der Körper versagt. Es ist eiskalt hier drin, ich bin erkältet, also man fällt nur noch auseinander. Und meine Mama ist zu Besuch, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ich muss aber auf einem sehr guten Luftbett sogar schlafen, aber das haut mir die Bandscheibe immer so ein bisschen raus. Deswegen tut mir der Rücken weh und ich dachte, wir probieren es mal im Stehen, was eine merkwürdige Aussage ist. Genau, Turm zu Babel, vom Alten Testament in die Fantasy und Science Fiction war der Titel. Wie immer nicht so spannend, aber dafür sehr, sehr beschreibend. Und ich dachte, ich bringe mal ganz kurz noch mal so ein paar Skyline-Bilder mit, weil Türme so mit zu den wichtigsten Bautypen zählen für mich, was Menschheit und Zivilisation ausmachen. Also wenn man irgendwo immer ein zivilisatorisches Symbol haben möchte, sei es in unserer Welt, in der Science Fiction, auch in der Fantasy, irgendwo steht immer ein Turm. Und daher finde ich halt auch die Geschichte vom Turm zu Babel aus dem Alten Testament so wahnsinnig spannend, weil es im Prinzip
um das erste richtige architektonisch vom Menschen gestaltete Bauwerk geht und gleichzeitig noch um Hochhaus. Wolkenkratzer, Turm, läuft theoretisch ja eh aufs Gleiche hinaus. Und einfach um so diese Verbindung auch von Turm und Stadt in unserer Welt auch zu zeigen, dachte ich, ich bringe noch mal ein paar Skyline-Bilder mit. Wir in Deutschland und in Europa kennen es ja nicht ganz so sehr, weil wir nicht ganz so viele Hochhäuser haben. Und man merkt, es wackelt hier alles, weil der Schreibtisch schwingt. Okay, genau. Also wir kennen ja Hochhäuser vor allem so in New York, aber natürlich London gehört nicht mehr zur EU, also auch nicht mehr zu Europa. Komisches Drittland. Wollte ich nur mal zeigen, einfach um uns so ein bisschen einzustimmen. Und wenn man dann natürlich in die asiatischen Länder geht, ist das mit den Türmen und Städten und wir versuchen bis zum Himmel zu kommen, natürlich nochmal was ganz anderes. Hier einfach nur mal, um uns so ein bisschen Richtung Science-Fiction und Türme einzustimmen. Gleiches gilt natürlich auch für die Science-Fiction. Hier nochmal so ein Beispiel aus The Expanse, einer meiner Lieblingsserien, egal ob Roman oder auch TV-Serie, wo ja auch Wolkenkratzer, Türme als wichtiges Machtsymbol gezeigt werden. Das hatte ich noch aus dem alten Stream, also alten Stream, von Anfang Juli. Da ging es dann eher um Türme, Höhe und Machtsymbole durch Wolkenkratzer und Türme. Und heute dachte ich, gehen wir mal so ein bisschen auf andere Aspekte ein, die einfach sehr, sehr eng mit dem Turm zu Babel verknüpft sind. Und jedes Mal, kannte das noch so aus meinem Kindergottesdienstunterricht, als ich noch so ein kleiner Stöpsel war. Ich hatte diese Geschichte irgendwie immer länger und größer in Erinnerung, aber das, was ich euch hier zeige, ist tatsächlich die komplette Geschichte, die sehr, sehr weit vorne in der Bibel steht, im ersten Buch Mose, und gehört zu einer Reihe von, und jetzt bitte mögen die TheologInnen mich nicht hauen, ich habe es woanders her, eine Reihe von Verfehlungserzählungen nach dem Sündenfall. Also alles, was die Menschheit, nachdem sie aus dem Paradies vertrieben wurde, so alles Böses und Schlechtes gemacht hat. Dazu gehört dann zunächst der Verlust des paradiesischen Urzustandes. Schöne Beschreibung, also man wird aus dem Paradies vertrieben. Dann gibt es den ersten Mord, den Brudermord. Dann kommt die Sintflut und das war auch nicht so schön. Und dann, und da kommt diese Geschichte ins Spiel, die Entzweihung und Zerstreuung des Menschen. Und ich dachte, damit wir so alle die gleiche Grundlage haben, kann ich es ja einmal kurz vorlesen. Das ist ja nicht so viel. Das Kapitel 11, Vers 1 bis 9. Es ist aus der Lutherbibel 2017 und ich finde, es klingt immer noch wahnsinnig altbacken. Bibelsprache persönlich finde ich ja auch immer einerseits schön, andererseits ist es halt schon schwierig. Also, im Übrigen, die Illustration ist aus einem Comic, der die Grundlage für den Noah-Film ist mit Russell Crowe und anderen Hollywood-Stars, der sehr, sehr fantasy-lastig ist. Fand ich auch immer sehr, sehr cool, dass es halt die Turm zu Babel-Illustration aus den zugrunde liegenden Comics. Genau. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Asphalt kenne ich als Übersetzung dafür. Und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das daselbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. So. Ich glaube, also die Geschichte kennen bestimmt viele oder alle in irgendeiner Form.
Und das eine der anderen Begriffe, die da auch eine Rolle spielen, ist die babylonische Sprachverwirrung. Da kommen wir auch nachher noch dazu. Aber im Prinzip geht es darum, die Menschen siedeln sich, lassen sich nieder, arbeiten zusammen, sprechen alle die gleiche Sprache, weswegen sie zusammenarbeiten können, entwickeln von der Natur unabhängige Baumaterialien, nämlich das Brennen von Ziegeln und die Verwendung von Erdharz, also Asphalt ist es anscheinend, natürlicher Asphalt als Mörtel, der alles so schön zusammenbackt, und bauen eine Stadt. Sind so wichtige Elemente. Und natürlich baut man bis zum Himmel, bis an den Himmel, weil man sich das Himmelsgewölbe, daher auch der Begriff als festes Gewölbe vorgestellt hat, dass man irgendwann erreichen kann und gegenklopfen kann, um dann vielleicht mal Gott Hallo zu sagen. Findet Gott dann wiederum nicht so toll, weswegen er ihnen ganz viele Sprachen gibt und sie dann nicht mehr miteinander reden können und rumlaufen müssen und woanders siedeln müssen. Genau, nur um es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Und es gibt dann noch, ach, da kommen wir einfach nachher dazu. Genau, und ich dachte so, also wichtigster erster architektonischer Bau der Menschheitsgeschichte, das stimmt natürlich auch nicht so ganz, aber das Alte Testament ist da schon recht alt und recht weit zurück. Gehend, sodass das natürlich auch in der Kunst und in der Architektur jetzt auch nicht so häufig, aber in der Kunst sehr, sehr häufig dargestellt wurde. Und wollte euch nur mal so ein bisschen was aus dem Mittelalter, frühe Neuzeit und Mittelalter zeigen, dass sich da auch die Darstellung sehr verändert hat. Ganz so bis, ja, bis zum 1500 ungefähr, und das ist jetzt ein bisschen sehr verallgemeinert gesagt, aber man sieht das so durchgehend, wird diese Geschichte aus dem Alten Testament gerne so dargestellt, wie die Menschen gerade bauen. Also man zeigt diese Bauszenen, das Errichten des Turmes, wie hier in einer Illumination, in einem wunderschönen Buch, das hier in Berlin zum Glück liegt, aus dem Mitte des 15. Jahrhunderts. Da sieht man ja auch, wie die Leute bauen und oben drüber Gott Vater so schön von blauen Engeln umgeben ist und das Ganze nicht so toll findet. Und da dann auch der Engel schon kommt und sagt, nee, nee, nee. Aber es wird der aktive Teil gezeigt. Und dann habe ich euch rechts mal aus der Capella Palatina, der Palastkapelle in Palermo aus dem Mitte des 12. Jahrhunderts, wunderschöne Mosaiken mitgebracht, die Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zeigen. Und da sieht man ja auch so schön, wie in der Säule in der Mitte dann der Turm errichtet wird. Und auch hier sehen wir die Menschen gerade beim Bauen. Es ist eine der wichtigsten Bildquellen, um zu sehen, wie man im Mittelalter gebaut hat. Also mit was für Gerüsten, mit was für Handwerkszeug, wie man den Mörtel angemischt hat. Das sieht man sogar hier bei der Capella Palatina sehr schön, wie sie das machen, wie sie dann mit Seilwinden die Sachen hochziehen und so. Das ist echt sehr, sehr spannend als Quelle, um zu wissen, wie man das im Mittelalter so gemacht hat. Genau. Und hier noch eine kleine Illumination. Die fand ich immer ganz lustig, weil irgendwie liegt der Turm so schief und die Leute fallen irgendwie rum, aber gleichzeitig bringen sie auch die Steine. Also es ist so der Moment des Bauens und gleichzeitig der Zerstörung des Turms, auf die wir nachher noch ein bisschen eingehen können. Wollte euch aber jetzt erstmal etwas zeigen, weil das ist so das Schlüsselkunstwerk oder zwei Schlüsselkunstwerke, die das im Prinzip Mittelalter Kunstgeschichte, Malerei und was weiß ich, mit Science Fiction und Fantasy verbinden wird. Deswegen, ich bitte euch um Geduld. Ich hole heute sehr weit aus, was ich eigentlich sonst auch immer tue, und ich mich nicht dafür entschuldigen muss, aber ich hole heute noch weiter aus als sonst. Genau, diese beiden Gemälde von, und jetzt Achtung, ich werde anfangen zu spucken, weil meine Doktormutter mir das so beigebracht hat. Entweder man spricht es richtig aus oder man lässt es. Peter Bruchl. Der Ältere. Auch super, wenn man erkältet ist. Nein, oder man kann auch Peter Bruegel sagen. Aber Brachel ist anscheinend die richtige Aussprache im Niederländischen. Man muss sein Gegenüber dann auch so richtig schön ins Gesicht spucken dabei. Ein ganz berühmter Maler hier Mitte des 16. Jahrhunderts, der den Turm zu Babel in zwei Versionen gebaut hat. Gemalt hat. Einerseits die sogenannte Wiener Version und die Rotterdamer Version, die unterschiedlich sind, aber man sieht, dass das schon vergleichbar ist.
Freut mich, dass Netztraktat so viel Spaß an den niederländischen Namen hat. Ich weiß nicht, wie bei euch das gelehrt wurde, aber mir wurde tatsächlich mehrfach ins Gesicht gespuckt, bis ich es verstanden habe, wie man es ausspricht. Es war, ja, Studienzeiten waren schön. Genau. Und diese beiden Gemälde, die sind auch gar nicht so groß. Die sind, Moment, genau auch so, Van Gogh, Koch, oh Gott, Koch. Das soll ich wirklich nicht tun, wenn ich husten muss. Einer der Gründe, warum ich die niederländische Malerei immer sehr aus der Distanz behandelt habe. Ich konnte die Namen nie aussprechen. Nein, aber was ihr hier bei den beiden Gemälden, glaube ich, schon seht, ist auch das, was dann später bis in die Science Fiction zu finden ist, als wichtige Elemente. Nämlich einerseits ist es ein riesiger Bau, also wirklich gewaltig. Das sieht man daran, wie da die kleinen Männchen rumwuseln. Man sieht das im Vergleich zu den Häusern der Stadt, die da drumherum stehen, oder auch die Schiffe, die da unten anlegen. Macht das Ganze sehr, sehr spannend, das zu sehen in der Perspektive. Und sie befinden sich natürlich noch im Bau. Das andere ist, und das sieht man in der rechten Version besser, also in der Rotterdamer Version, dass sie das so spiralförmig aufbauen. Also das ist so ein, genau, ein Spiralturm, der sich dann nach oben schraubt, wie ein Schraubenturm, genau. Bei dem linken Version, bei der Wiener Version, ist es nicht so zu erkennen, da ist es auch nicht so drin, da geht es halt immer so wie eine Hochzeitstorte schichtweise nach oben. Ist auch ein sehr beliebtes Motiv, aber diese Spirale in der Darstellung dieses Turmes kommt eigentlich genau hier aus der Rotterdamer Version. Und die wird uns jetzt die ganze Zeit verfolgen, weil es dann zu einem ganz wichtigen Motiv wird, um diesen Art des Turms und seine Bedeutung. Nämlich die Menschen tun was zusammen, ein monumentales Bauwerk bauen, man versucht Gott na, gleichzukommen, Gott zu erreichen, Gott an die Haustür zu klopfen, gegen die Haustür zu klopfen, an die Haustür zu klopfen. Also der Begriff dafür ist dann Gottes Ebenbürtigkeit, also man versucht Gott gleichzukommen im wahrsten Sinne. Und das wird halt mit diesem Turm seit Jahrhunderten verbunden als Symbol. Und da, dem Ganzen gehen wir dann jetzt noch ein bisschen auf die Spur, auf die Fährte. Ich hab's nicht so mit Sprichwörtern. Das Beste war mal, als ich meinte, das kannst du in der Tonne rauchen. Ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich gemerkt habe, was falsch war. Genau. Also, diese beiden Gemälde sind so wirklich die Schlüsselelemente. Deswegen einprägen. Und dass das natürlich dann auch in ganz anderen Kontexten weiterhin bis heute mit dem Turm zu Babel in Verbindung gebracht wird. Hier von relativ so mal rausgesucht von dem Berliner Bibellabor, Kannstein Berlin heißen die. Die haben einen Minecraft-Wettbewerb vor 2 Jahren gemacht und haben dann halt einfach dieses wahnsinnig berühmte Gemälde von Brüchel benutzt und so ein bisschen in die Minecraft-Ästhetik, also eine Pixel-Ästhetik übersetzt, weil sie dann hier ihr Babel-Projekt damit bewerben wollten für einen Wettbewerb bei, ich weiß es nicht mehr. Digitale Museen Award, genau. Also da merkt man dann, Babel ist natürlich immer dieser Turm und dieser Turm geht immer auf dieses Gemälde von Brüchel zurück. Ich sollte es wirklich nicht tun. Nur um das herzuleiten. Woher diese Spiralform kommt, die wie gesagt in diesem Gemälde jetzt nicht so deutlich wird, gibt es so ein paar Überlegungen, dass es sehr wahrscheinlich auf das Minarett der großen Moschee von Samarra zurückgeht, die um Mitte des 9. Jahrhunderts errichtet wurde. Und also Mitte des 9. Jahrhunderts muss man sich das überlegen, da ein 45 Meter hohes Minarett hatte, das diese spiralförmige Anlage drin hat, mit Treppe und so weiter. Das hier ist eine Rekonstruktion, soweit ich weiß, weil die große Moschee im 12. Jahrhundert zerstört wurde. Aber da sieht man schon diese Schraubenform, die doch sehr, sehr charakteristisch ist, dass es dazu natürlich auch Vorlagen gab bei hohen Türmen. Weil irgendwie muss man ja in die Höhe kommen, irgendwie muss man ja auch die Treppe hochkommen. Aufzüge gab es nicht. Und irgendwie, dass ja auch von der Statik her funktionieren muss und das auch in fantastische, riesige, monumentale Türme übertragen werden kann, die halt bis zu Gottes Haustür reichen sollen.
bis man dann die Klingel erreicht. Man darf sich das bildlich vorstellen. Dass das natürlich auch ein Thema ist, das Menschen halt weiterhin beschäftigt, jetzt fernab von der theologischen oder der künstlerischen Überlegungen dazu, wollte ich euch noch das hier zeigen, bevor wir in die Science Fiction hüpfen, weil das so eine meiner Lieblingsgeschichten, Anekdoten ist zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Es ist eine Illustration für ein Buch, das Turm zu Babel heißt, des Universalgelehrten Athanasius Kircher, ein deutscher Universalgelehrte, der das im Auftrag des Papstes, glaube ich, oder für den Papst berechnet hat und geschrieben hat. So hier 1679, Moment. Und hier so in diesem, ich meine, wir sind hier Mitte bis Ende des 17. Jahrhunderts, also Wissenschaften in unserem Verständnis gab es natürlich noch nicht, aber sie fangen an, sich herauszubilden und werden erarbeitet. Und er hat als Universalgelehrter einen wissenschaftlichen Beweis gebracht, dass es den Turm zu Babel leider, leider nie hat geben können, weil er ausgerechnet hat, wie hoch der sein musste und wie viele Menschen man dafür bräuchte, um wie lange daran zu arbeiten. Was hat er gesagt? Seiner Meinung nach beträgt nämlich die Entfernung zwischen Erde und Himmel, also unserem Planeten, bis zu dem Himmelsgewölbe, das ja bis auch im 17. Jahrhundert immer noch als feste Sphäre gesehen wurde. Wie gesagt, ne, dran denken, man kann gegen klopfen. 265.380 Kilometer beträgt. Also das ist der Abstand. Um einen Turm zu bauen, der diese Distanz überwindet, brauchte man 4,5 Millionen Arbeiter, die dann etwa 3.400 Jahre ununterbrochen arbeiten müssten, und um diesen Turm zu errichten. Das war jetzt so sein Hauptargument, dass es den nicht geben konnte. Und das Problem ist, dass der Turm schwerer ist dann als die Erde. Und das Gewicht des Turmes würde dann die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums herausgeschoben haben. Da man aber weiß, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums war oder ist, kann das ja nicht der Fall sein. Deswegen kann es den Turm nicht geben, so die Argumentation. Auf jeden Fall fand ich aber die Darstellung in dieser Illustration sehr, sehr cool. Einerseits ist es natürlich echt weird, den Globus zu sehen und da wirklich diesen riesigen Turm, der dann oben bis zum Himmelsfirmengewölbe reicht. Aber ihr seht auch dort, der Turm ist geschraubt. Er hat dann wieder diese architektonische Struktur, lauter kleine Bögen, die immer höher werden und in einer Reihe angesetzt sind, die sich nach oben verjüngt und diese Schraubenfigur wieder hat. Daher, der hat das auch irgendwie von Brüche übernommen und kannte dieses Gemälde, oder es wurde halt, das muss so bekannt gewesen sein, als Motiv mit dieser Schraube, die sich verjüngt, dass das schon im 17. Jahrhundert gang und gäbe war, es so darzustellen. So, jetzt hole ich einmal kurz Luft, huste einmal und würde mit euch nämlich in die Science Fiction springen, weil genau hier auch der Schnittpunkt ist in die Science Fiction sehr, sehr früh, nämlich mit Metropolis von Fritz Lang, also dem sehr, sehr bekannten deutschen Science Fiction Film, meines Wissens nach auch der erste Science Fiction Langfilm. Was auch immer das bedeutet. Ich bin kein Filmwissenschaftler, aber der halt nicht wie die früheren Filme so in den 10er und Anfang der 20er Jahre halt kurz war, sondern halt wirklich eine längere Handlung hat und Laufzeit von, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lange Metropolis ist. Halbe Stunde? Dreiviertelstunde? Irgendwas in dieser Richtung. Ecclesia schreibt, bei mir springt der Stream immer wieder zurück, wie so eine Schallplatte mit Sprung. Ist das ein lokales Problem oder ob das auch andere von euch haben? Ich kann nur sagen, bei mir ist alles shiny, aber ich bin auch auf der anderen Seite. Ich hoffe, das ist zur Not einfach immer einmal neu laden. Netztraktat hat das auch. Ich weiß, dass ihr weiter auseinandersitzt. Es kann kein Berliner Problem sein. Und die dritte.
Okay, das heißt wahrscheinlich, dass irgendwo vielleicht Puffer nicht so ganz gefüllt ist, wenn er immer wieder hin und her springt. Dann ladet doch einfach alle mal den Server, den Server, den Browser neu. Ich warte einfach mal einen Moment. Weil tatsächlich glaube ich, dass ich da nichts tun kann. Das klingt mir eher nach einem Serverproblem, was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, weil ich da überhaupt nichts machen kann. Erklärt aber, dass ich ja noch nicht mal irgendwie hier senden konnte, die ersten 10 Minuten. Okay, neue Laden hat nichts geholfen. Maximal 2 Sekunden. Neu gestartet, nichts geändert. Dann befürchte ich. Nein, ich wiederhole mich nicht, um zu verwirren. Ich glaube, ich wiederhole mich generell unbewusst, aber niemals, um Menschen zu verwirren. Das tut mir echt leid. Ich wüsste gerade nur echt nicht, was ich sonst noch machen kann. Ich habe die Puffer hier relativ hoch. Ich befürchte eher, ist es auf Twitch-Seite oder Streamlab-Seite, dass die Server Probleme haben. Okay, dann machen wir mal weiter. Ich sag's ja, ein Stream, wo ich nicht sage, ach, technische Probleme und ich bin glücklich. Ich bin so einfach glücklich zu machen. Erinnert mich dran, Mama hat mir einen neuen Pulli gekauft, weil mir so kalt war. Genau, also, Metropolis. Film Fritz Lang, einer der ersten Science-Fiction-Filme überhaupt, vor allem halt der erste Science-Fiction-Langfilm, was auch immer das heißt. Und dort, ich denke mal, viele kennen von euch den Film und die Handlung. Um es ganz kurz zusammenzufassen, geht um eine Stadt oben, oberirdisch, hochmodern, reiche Menschen, angeführt von einer Elite, unterirdisch, Arbeiterklasse, schon fast versklavt, die in dunklen, dreckigen Verhältnissen leben, um die Maschinen, die oben die wunderschöne moderne Stadt am Leben zu erhalten und am Laufen zu halten, da malochen müssen und so weiter. Muss es gar nicht weiter ausführen. Das Spannende ist nämlich, dass es dort in dieser oberirdischen Stadt den zentralen Turm gibt, wo diese Elite immer wieder verkehrt, wo die sich trifft, wo, glaube ich, auch die Regierung sitzt und so weiter. Und dieser Turm wird Neuer Turm Babel genannt. Und das fand ich so wahnsinnig spannend, dass man im ersten Science-Fiction-Film, der sich um Themen dreht, die bis heute sehr gerne in der Science-Fiction behandelt werden, das zentrale Gebäude erstens als Turm darstellt und diesen Turm dann auch noch in Bezug auf das Alte Testament, Neuer Turm Babel, Turm Babel und so weiter nennt. Hier bei diesen wunderschönen Skizzen sieht man dann auch ganz bei der ersten von Erich Kettelhut Stadt von oben mit Turm Babel. Da ist es noch nicht mal der neue Turm, der da das so schön darstellen soll. Und dann hier auch noch eine wunderschöne Konzeptzeichnung, nachts Beleuchtung, also wahnsinnig 20er, viel Art Deco in der Linienführung mit drin, also wunderschön. Sehr reduziert, aber natürlich ist der Turm prominent, gewaltig dargestellt und halt von dieser mächtigen Elite, die sich über alles andere erhebt. Und das Gleiche dann auch noch, also das waren diese Konzeptzeichnungen, die Grundlage sind, dann hier die architektonischen Modelle, die verwendet wurden für den Film selbst. Noch einmal links dann als das, was wir ja schon gesehen haben, nämlich ein gewaltiger Turm, der in einer, na, Wüste ist es jetzt nicht, aber so wie man sich das babylonische Umland vor 5000 Jahren, 6000 Jahren vorstellt, relativ sandig, relativ flach, ein paar Kakteen und Palmen und da drin ein Schraubenturm, der sich nach oben verjüngt und als Turm zu Babel dargestellt wird. Also das Motiv, das wir eben schon durch die Pröchel-Gemälde wunderbar gesehen haben. Und rechts dann nochmal diese andere Version, diese sehr moderne Version, die wir aus den Zeichnungen schon gesehen haben. Also hat erstmal nichts miteinander zu tun, außer die Bezeichnung, beziehungsweise links halt der alte Turm, Turm zu Babel, und rechts der neue Turm Babel. Also die moderne Version. Also schön, dass es dann halt hier auch in Verbindung gesetzt wird.
Und da geht es dann gar nicht mal mehr um das Schraubenmotiv, auch wenn das von dem historischen Bauwerk dann übertragen wird. Aber es geht um eine zusätzliche Geschichte zur Turm zu Babel Erzählung, die vom Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der Anfang in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Christus geboren wurde und ungefähr 100 nach Christus gestorben ist, dieser alttestamentarischen Geschichte noch ein paar Sachen hinzufügte. Und die dann auch noch damit in diesen Mythos mit eingeflossen sind, den vielleicht einige auch kennen, fernab von Turm wird gebaut, Turm, nein, in der Geschichte steht auch nicht wirklich, dass der Turm zerstört wird. Aber die Zerstörung des Turmes ist eigentlich auch noch bekannt, da kommen wir gleich auch dazu. Und dass der König Nimrod persönlich, ein Tyrann vor dem Herrn, ganz, ganz schlimmer König, einer der ersten Tyrannen überhaupt, den Turmbau befohlen hat. Und genau, der erste Tyrann der Geschichte, als dieser bezeichnet werden kann. Und dass das Motiv für den Bau nach diesem Geschichtsschreiber im ersten Jahrhundert nicht nur der allgemeine Hochmut, sondern auch der Versuch ist, sich einen sicheren Zufluchtsort zu schaffen für den Fall, dass Gott eine weitere Sintflut schicken sollte. Wir erinnern uns ja, das ist ja alles so in einer Reihe. Klingonischer Name, das finde ich gut. Entschuldigung, bringt mich nicht zum Lachen. Sonst bröckel ich hier noch die ganzen Abend rum. Oder Van Goghe. Nicht gut. Aber es ist gut, klingonischer Name. Man kann mich auch so leicht ablenken. Alles gut, nein, das ist wirklich lustig. Genau, was will ich denn sagen? Also, Sintflut. Ne? Sintflut war kurz vorher, fanden die Menschen nicht so toll, weil sie halt ausgelöscht wurden, bis auf eine Familie. Und seitdem lebt man natürlich in der Angst, auch wenn Gott versprochen hat, nee, mach ich nicht nochmal, dass das halt nochmal passieren sollte. Also lässt dieser tyrannische König diesen gewaltigen Bau aus Hochmut und so weiter machen, aber auch als Zufluchtsort, weil er dann ganz oben da sitzen kann, während halt die Welt wieder mal absäuft, falls das nochmal passiert, und er dann sicher ist. Das heißt also, dieser Turm als Ort, wo die Macht oben sitzt, ist auch eine uralte Vorstellung. Das hatten wir in unserem letzten Stream zum Thema Türme auch schon mal angesprochen, dass Türme immer auch eine ökonomische oder auch politische Macht häufig symbolisieren und meistens natürlich die ganz Reichen ganz oben sitzen. Und das haben wir dann auch, diese Vorstellung hier beim Turm zu Babel in Metropolis, aber dann auch in anderen Beispielen, die sowohl motivisch als auch von dieser Interpretation, was natürlich eine meiner Interpretationen ist oder eine Weiterführung dieser sehr alten Interpretation, die ich hiermit zur Diskussion stelle, auch in anderen Sachen findet. Unter anderem, und ich glaube, das hatten wir beim letzten Stream auch schon, Star Wars, Coruscant. Wunderschönes CGI. Ich werde jetzt auch hier nicht allzu viel zum Inhalt sagen, aber Stadtplanet ist die Hauptverwaltungszentrale der Galaktischen Republik in Star Wars. Ein Planet komplett bedeckt von einer Stadtarchitektur, die 4 Kilometer, ich betone Kilometer irgendwie falsch, oder? Bedeckt ist, und darauf sehen wir dann hier zum Beispiel nochmal Hochhäuser. Also das sind so Hochhäuser, die auf gewaltigen Hochhäusern stehen, was so über die Jahrtausende sich an architektonischer und urbaner Schichten da angesammelt hat. Und natürlich leben die Reichen, die Superreichen, in diesen einzigen Türmen, die aus dieser neuen Oberfläche herausgeschossen sind. Also die Senatoren, die Wirtschaftsbosse, die ja die ganzen Gilden führen und was weiß ich alles. An dem, was halt noch so aus der Oberfläche herausragt, wo man noch ein Stück Himmel sieht und ein bisschen frische Luft und Sonnenschein abbekommt. Also allein das wäre schon, finde ich, so ein babylonisches Motiv. Aber mir geht es um etwas, was nicht in den Filmen zu sehen ist, sondern was ich beim Durchlesen eines der Nachschlagewerke, Hintergrundinfowerke zu Star Wars gefunden habe, nämlich der galaktische
Palast, beziehungsweise später der imperiale Palast, wo der Imperator sein Quartier bezogen hat und es massiv hat ausbauen lassen. War damals schon, also während der Republik, einer der größten und imposantesten Bauwerke. Und nachdem der Imperator es dann nochmal massiv hat verbreitern, vergrößern und vor allem erhöhen lassen, komme ich gleich zu. Ihr seht den nämlich hier in diesen Matte Paintings, die erstellt wurden im Hintergrund. Deswegen habe ich die beiden drin. Das ist dieses gewaltige Gebäude, was da im Hintergrund steht. Und ich finde die halt so wunderschön gemacht, diese Matte Paintings. Deswegen wollte ich die zeigen. Es gibt auch ansonsten keine größere Aufnahme davon, weil es im Film, glaube ich, nur in einer Szene so kurz mal im Hintergrund auftaucht. Ansonsten leider nicht. Also Palpatine hat den, jetzt habe ich aber gespoilert für Menschen, die es seit 20 Jahren noch nicht gesehen haben, hat diesen Palast ausbauen lassen zu einem gewaltigen Turm. Und ganz, ganz oben an der Spitze hat er sich ein Hochsicherheitsrefugium für sich selbst gebaut, als oberster Herrscher und Tyrann der Galaxis. Und das Ding ist als Aussichtsplattform außerhalb der Atmosphäre, Stratosphäre, außerhalb der Luftschicht des Planeten, sodass er da wirklich im wahrsten Sinne über diese Himmelsgrenze hinausgegangen ist. Jetzt habe ich es aber auch gerade in meinem Bild flackern sehen. Und dort sein Rückzugsort, sein Refugium hat, worüber er als Herrscher über alles, auf alles herabblicken kann und auf dieser Spitze des größten Turmes der Galaxis sitzt. War für mich einfach so eine Verbindung, ah, Turm zu Babel, König Nimrod, Tyrannen und so weiter. Fand ich, also war so, ich weiß nicht, eine lose Assoziation, aber vielleicht auch so ein bisschen belegbar, dass das in diese Richtung zumindest geht. Dieses am oberen Ende des Turmes König, Tyrann, mächtige Person zu haben, die da ihr Refugium hat, kennen wir auch aus Altered Carbon. Auch nochmal so ein Beispiel aus unserem letzten Turmstream. Deswegen, ich werde es jetzt nicht zu ausführlich in die Plots gehen, weil es gar nicht so wahnsinnig wichtig ist. Aber wer es nicht kennt, Altered Carbon ist ja, ja Cyberpunk-Zukunftsvision. Die Menschen, die meisten Menschen leben halt eher so unterhalb der Wolkendecke, die wir hier auch sehen. Und die super richtig reichen Menschen können sich Türme bauen, die halt über die stete Wolkendecke der Welt hinausragt, sodass sie halt noch Sonnenschein und so weiter bekommen, also gewaltige Hochhäuser errichten können. Und einer der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde, beziehungsweise der von der Erde regierten Planeten, hat sich dann auf diesen einen Turm halt nochmal ein Haus gesetzt, einen Palast, sein Rückzugsort, sein Refugium, davon, wo er sein gewaltiges Firmenimperium lenkt und alles macht. Auch hier dann wieder diese Verbindung Turm und obendrauf irgendwas, was mit einem Herrscher assoziiert werden kann und in Verbindung gebracht werden kann. Auch jetzt nochmal so ein bisschen eine weiter hergeholte Assoziation, glaube ich, aber diese Motivik ist sehr, sehr alt und lässt sich da immer wieder auf den Turm zu Babel zurück führen, glaube ich, finde ich, hoffe ich. Was ich sonst noch mitgebracht habe, ist hier ein Ausschnitt aus dem Film Priest. Da musste ich das auch so dran denken, weil Turm, weil religiöse Konnotation, hier auch dann der Turm als beherrschendes Element der umliegenden Stadt, die das letzte Ref eines der letzten Refugien der Menschheit ist, wo sie noch in Sicherheit vor den Vampiren und was weiß ich allem leben können. Es ist lange her, dass ich den Film gesehen habe und fand ihn nicht so gut, dass ich mich an den Plot so richtig erinnere. Aber dieser Turm dann halt von der religiösen Einheit, die diese Stadt verwaltet und auch beherrscht, dargestellt wird und hier dann auch noch mal so ein bisschen in diese Richtung geht, dachte ich, ich bring's mal mit. Das ist sehr diskutabel. Wer den Film gesehen hat, kann ja gerne noch mal Bescheid sagen. Ich kann mich gerade echt nicht mehr so erinnern. Aber was ich eben schon kurz angerissen habe, nämlich diese unterschiedlichen Motive oder Bedeutungen des Turms zu Babel,
Nicht nur, dass die Menschen da aus Hochmut halt einen Turm bauen, um Gott näher zu kommen, und Gott das nicht so toll findet, dass man ihm da so ein bisschen nahe tritt, kann ich als introvertierter Mensch wahnsinnig verstehen. Und dann halt auch noch diesen tyrannischen König, der das auch aus Hochmut macht, aber auch aus Schutzbedürfnis, zumindest für sich selbst, kommt noch das Dritte hinzu, das Dritte und das Vierte. Das eine ist natürlich die Sprachverwirrung, die große Sprachverwirrung oder die babylonische Sprachverwirrung, das bis heute noch als Begriff verwendet wird, auch im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Brüsseler Parlament, also EU. Regierung und so weiter wird das immer mal so in Zeitungsartikeln noch benutzt. Aber auch davon weitergehend von dieser Geschichte, von diesem Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, dass nämlich der Turm nicht einfach zerfallen ist. Und wir erinnern uns, in der alttestamentarischen Geschichte stand jetzt nichts von, ist explodiert, ist umgefallen, ist in Brand gesetzt worden, hat einfach Puff gemacht und war weg. Sondern dass Gott einen großen Sturmwind geschickt hat und den Turm zerstört hat. Und diese Darstellung ist bis heute wahnsinnig beliebt, angeblich schon seit dem Mittelalter, besonders im Mittelalter, aber ich glaube eher später, weil erst später sehen wir das in drastischen Szenerien und dazu kommen wir nämlich jetzt hin. Aber erstmal gucken, Ecclesia meint, dass das doch Pfingsten wieder aufgehoben wurde. Was genau meinst du? Ach so, die Sprachverwirrung, genau. An Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgeschickt und hat den Aposteln die Fähigkeit gegeben, in allen Zungen zu sprechen und und alle Sprachen zu verstehen, soweit ich mich als guter Kindergottesdienstgänger dran erinnere. Aber das ging ja vor allem nur an die Apostel und Maria. Wir armen kleinen Sterblichen haben davon ja jetzt erstmal nichts, soweit ich mich erinnere. Bin sicher, er tippt, deswegen kann ich einen Schluck trinken. Genau, also diese Zerstörung des Turms, das ist jetzt so mein abschließender Punkt oder letzter großer Punkt als Motiv. Wird dann auch noch mal wahnsinnig gerne in der Kunst verwendet. Hier einfach als Beispiel einen ganz, ganz berühmten Stich von 1865 von Gustave Doré, der unter anderem die Bibel illustriert hat in Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das sind ganz berühmte Stiche, die kennen einige von euch vielleicht auch. Die werden bis heute so gedruckt. Und man sieht hier diese Dramatik, wie der Turm gerade von den Wolken schon so umrahmt, also so eingefangen wird, die Spitze ist schon verdeckt. Die Leute bauen da zwar noch und schieben im Hintergrund ihre Sachen, aber hier vorne, die Menschen können sich schon nicht verständigen. Man sieht die Verwirrung in ihrem Gesicht und die Dramatik dahinter. Also es ist ganz toll aufgebaut und komponiert als Bild, finde ich. Und auch wenn man die Zerstörung nicht sieht, sieht man die Bedrohung. Und man weiß, weil man ja weiß, wie die Geschichte weitergeht, auch wenn es gar nicht im Alten Testament steht, dass dieser Turm jetzt gleich zerstört wird. Und deswegen noch einen anderen Stich hier von John Martin, der Untergang von Babylonien oder von Babel, so Mitte des 19. Jahrhunderts, nee, ein bisschen früher, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und schaut euch das mal an. Ich liebe diesen Künstler, den müssen wir uns auch irgendwann mal im also in einem Fokus-Stream anschauen, weil der Bilder entworfen hat, also Stiche, die hier gedruckt wurden, aber auch Gemälde gemalt hat, die bis heute, glaube ich, nachwirken in Filmen der Fantasy vor allem, aber auch in der Science Fiction. Das sind so gewaltige, riesige Anlagen an Gebäuden, wie man sie in Meereen bei Game of Thrones sieht, oder höhlenartige Sachen, muss ich jedes Mal an den Hobbit denken oder auch an Herr der Ringe ein bisschen, also die Hallen in Moria zum Beispiel. Also das sind so Kompositionen und Bildfindungen, die bis heute verwendet werden. Und er ist da ein absoluter Meister drin gewesen. Und ich glaube, der Urvater der visuellen Fantastik. Und hier in diesem Stich sieht man dann halt auch noch mal noch mehr Drama. Also ich finde es immer so schön, wie die
Herrschaften da vorne sich auf die Seite werfen. Auf jeden Fall, wenn ihr ganz hinten im Hintergrund guckt, seht ihr das Zentrum dieses Wirbelsturms. Und das ist nicht das quadratische Tempelchen da vorne, sondern noch hinten dran einen runden Schraubenturm. Da haben wir ihn wieder. In der Mitte von diesem Blitz und Donner und Wirbelsturm umgebenden göttlichen Ding, dass da jetzt gerade diesen Turm zerstört und die restliche Stadt da hinten schon anfängt zu brennen und generell die Menschenmassen, die wir hier in der Mitte sehen, in Panik geraten und die erste große, richtige Stadt der Menschheit panisch verlassen, weil Gott das nicht so toll fand mit den Städten. Ist angeblich eine der Interpretationen, dass die Bibel, egal ob Altes oder Neues Testament, generell Städte nicht so gut fand, weswegen die meistens nicht so gut wegkommen. Fand ich auch ein spannendes Thema, würde ich sehr gerne mit einer theologisch versierten Person irgendwann mal diskutieren wollen. Twinker, Twinker. Genau. Aber, also, diese Zerstörung des Turms. Turm immer von Wolken, Wirbelwind und so weiter verdeckt und der Blitz. Der Blitz ist wichtig, weil den finden wir dann in Zukunft immer und immer wieder in einem Schraubenturm, der in irgendeiner Form zerstört wird. Zum Beispiel Babylon's Fall habe ich mal gescreenshottet aus der Beschreibung bei Amazon. Ich habe es noch nicht gespielt, klang aber irgendwie ganz lustig. Aber auch hier gerade dieses kleine Bild, ne, also es fasst genau alles zusammen, was wir jetzt gerade schon gesehen und besprochen haben. Wir haben den Turm, der sich verjüngt, der als Schraube dargestellt wird mit diesen Bögen. Er ist wolkenverhangen. Wir wissen, Babylon's Fall sagt uns jetzt schon, es wird nicht gut ausgehen. Das heißt relativ selten, dass die Stadt überlebt. Und die Wolken da schon sich zusammenziehen. Wir haben noch ein bisschen Sonnenschein, aber auch nicht so viel. Es fehlt nur noch der bl angedeutete Blitz. Und wir wissen, dass dieser Turm zerstört wird. Und es ist ein so großer Turm, wenn ihr da unten seht, es fällt mir jetzt erst auf, ob das jetzt Bäume sind oder Häuser oder Lichter, auf jeden Fall. So winzig klein gegen diesen riesigen Turm. Einfach nur mal mitgebracht, um zu zeigen, dass es auch bis heute für solche Spielillustrationen oder so als Motiv verwendet wird, auch wenn wir das schon im 19. Jahrhundert gesehen haben. Noch ein anderes Beispiel, auch aus unserem letzten Stream, weil die Zerstörung eines Turmes ein wahnsinnig wichtiges Motiv generell ist. Also egal ob realweltlich, Fantasy oder Science Fiction oder Horror oder sonst irgendetwas, wenn ein Turm zerstört wird, ist das eigentlich immer etwas Hochsymbolisches. Und ich glaube, und da bin ich nicht hundertprozentig sicher, weswegen ich es noch unbedingt recherchieren möchte, nämlich diese Darstellung, Turm, Blitz schlägt ein, es bröckelt, auf den Turm zu Babel zurückgeht. Und mit dem Tarot verbunden ist. Aber Moment, da ist eine Frage. Ist das Verjüngen des Turms nicht eine Art Realismus der künstlerischen Darstellung geschuldet? Dass Wolkenkratzer oben breiter werden, ist ja tendenziell eine eher junge Entwicklung, erstmal etwas kontraintuitiv. Ja, hätte ich jetzt auch im Prinzip gesagt, weil im Gemälde musst du den Turm ja nicht verjüngen, um das irgendwie zu machen. Du kannst ihn ja auch, kannst ja malen, wie du willst. Der muss ja nichts tragen, logischerweise. Aber man, glaube ich, aus dem Erfahrungswissen natürlich weiß, je höher ein Gebäude ist, desto dünner, verjüngt, mehr verjüngt muss es ja sein, weil die Statik sonst nicht hinhaut. Dass das mit Wolkenkratzern und dann später vielleicht sogar in die andere Richtung geht, ist ja eine sehr, sehr junge Entwicklung, wie du ja genau sagst. Aufgrund von anderen Baumaterialien, Statik, die man auch mal berechnen kann und so weiter. Aber früher, je höher man bauen wollte, desto breiter muss das Fundament sein und es musste sich nach oben verjüngen. Weswegen die ersten Türme, die sogenannten Zikkurats waren, ich hoffe, das war der richtige Plural. Zikkurat ist das Singular. Zikkurate, weiß es gerade nicht. Die Stufenpyramiden. Quadratischer Grundfläche und dann im Prinzip wie so eine Hochzeitstorte Schicht für Schicht nach oben gebaut, weil es halt anders nicht ging. Wenn man Höhe gewinnen wollte, damals, also bis vor 100, 120 Jahren, musste man so bauen. Deswegen sieht die Pyramide halt auch aus wie eine Pyramide, um die Höhe zu gewinnen. Je höher man wollte, desto breiter musste sie werden und deswegen
desto größer wurde das ganze Ding. Genau, es ist ein gewisser Realismus und ich glaube, das liegt daran, dass man keinen großen Unterschied dann machte zwischen real oder fiktiv. Also das ist eine Unterscheidung, die ja auch erst im 19. Jahrhundert aufkam. Aber es natürlich darum ging, etwas zu zeigen, was man für real auf gewisser Ebene zumindest gehalten hat. Und deswegen machte es auch Sinn. Und es ist, glaube ich, auch so eine künstlerische Entscheidung. Also wenn man überlegt, warte, wir können ja nochmal zurückgehen zu diesem Bild, was ja sehr ausgewogen komponiert ist, also mit dem Turm im Hintergrund und vorne der Szene. Jetzt, wenn man uns mal vorstellt, dass er halt nicht sich verjüngt, sondern gleichbleibend ist, würde das Bild schon mal ganz anders wirken. Sodass das natürlich auch als künstlerische Entscheidung, glaube ich, auch sehr wichtig ist, diese Form zu haben, die ja einfach auch nach oben strebendes besser darstellt, als wenn es so wäre. Dann könnten wir uns auch denken, so, naja, strebt er wirklich nach oben oder steht ein Monolith oder hängt, glaube ich, auch so mit unserer Wahrnehmung zusammen, wie wir sowas sehen und automatisch als nach oben strebenden Turm wahrnehmen und nicht als was anderes. Würde ich mal so behaupten. Genau. Ich hoffe, dass, also habe ich mir jetzt so gerade überlegt, ich hoffe, dass das passt. Ecclesia schreibt, kannst du noch mehr zu den ursprünglichen Ziggurats sagen, wie sie es in Babylon gegeben hat? Sind die auch in der Kunst dargestellt worden und seit wann ging das los? Ach Gott, da fragst du heute aber was sehr Spezielles. Hier sehen wir ja Anfang 19. Jahrhundert so eine Ziggurat in übertriebenen Formen. Also hier vor dem Schraubenturm, der kaputt geht. Also nur damit Leute sich es vorstellen können, recht ja, quadratischer Grundriss und dann so stufenförmig nach oben. Das ist aber etwas, was wir in der europäischen Kultur gar nicht kennen. Das kommt, also gibt es archäologische Untersuchungen, sowohl natürlich den mesopotamischen Hochkulturen, also den ganz, ganz alten, wie Babylon zum Beispiel, aber auch die jüngeren Hochkulturen in Südamerika haben Ziggurats gebaut. In etwas anderen Formen von Sprachen und Gestaltungen, aber das Grundprinzip ist das gleiche, nämlich dieses stufenförmige, um Höhe zu gewinnen. Die Pyramiden von Ägypten sind keine Ziggurats per Definitionem, aber das Prinzip ist das gleiche, finde ich. In der Kunst dargestellt, puh, tatsächlich wäre das jetzt hier eines der ältesten, was mir ganz spontan einfallen würde. Ah, Ziggurats, danke schön an mir. Ich wüsste es nicht, aber ich müsste einfach mal nachschlagen, seit wann die in der Kunst dargestellt werden. Aber wie gesagt, es ist nichts, was aus Europa kommt und entsprechend ist die sehr eurozentristische Kunst und Kunstgeschichte kennt das dann einfach nicht. Und dann kommt das erst so im 19. Jahrhundert im Rahmen von allgemein mehr, ja, einerseits Austausch und auch Geschichtsforschung und Ausgrabungen, aber auch einen gewissen Exotismus, der immer einen sehr herablassenden Blick auf andere Kulturen hatte, dann so schrittweise dahin, was dann auch als Verfremdung benutzt wird oder halt so einen gewissen Orientalismus, Exotismus, heißt das dann in der Kunstgeschichte zumindest, mit reinbringen soll. Genaueres kann ich dazu dann aber auch nicht mehr sagen. Kann aber gerne nachgucken, wenn du möchtest. Überleg nur gerade wo, aber irgendwo finde ich was. Hab ja genug Bücher da. Genau, Turmzerstörung, Blitz. Würde ich tatsächlich dann mal kurz weiterspringen. Hier nur aus Cyberpunk 2077 nochmal die Tarotkarte mit dem Tarot-Text. Ich liebe diese Sidequest, wo man durch die ganze Stadt läuft und Tarotkarten Motive finden muss, die dann so als Graffiti in die Stadt gesprüht sind in dem Spiel. Und man kann die halt sammeln, das ist eine Nebenquest, bla. Und der Turm, soweit ich weiß, auch generell im Tarot für starke Veränderung steht. Genau, dass eine alte Ordnung zerstört wird und etwas Neues daraus entstehen wird und so weiter. Und das passt natürlich auch sehr, sehr gut zu dieser Vorstellung,
vom Turm zu Babel, auch wenn da eher vielleicht, könnte man ganz radikal sagen, die alte Ordnung den Turm zerstört, damit die neue Ordnung nicht drankommt. Ich weiß es nicht, das ist vielleicht ein bisschen fies, aber auf jeden Fall diese radikale Veränderung angedeutet wird. Und im Tarot wird es dann einfach immer als Turm, wo ein Blitz einschlägt und Menschen runterfallen, gezeigt. Ich habe es mal hier so gescreenshottet, einfach mit einer Google-Bildersuche, was wahnsinnig viel bringt mir so als Kunsthistoriker. Und es gibt unterschiedliche Illustrationen, aber meistens ist es halt einfach ein Turm, ein Blitz schlägt ein, der Turm ist zerstört und brennt. Eine Krone ist immer noch dabei, das heißt, dieser Turm ist irgendwie als königlich dargestellt, also ne, radikale Veränderung der bestehenden Ordnung. Feudalwesen, Königstum, Monarchie und so weiter und das dann als radikale Veränderung, wenn diese zerstört wird, fand ich dann auch rein von der Verbindung her zum Turm zu Babel mit dieser Ergänzung König Nimrod als Tyrann, der da oben sitzt und dann schlägt der Blitz ein, fand ich dann auch ganz interessant. Ich weiß es nicht, auch das steht ganz weit oben auf meiner Liste. Mal ein bisschen besser mich reinzulesen, woher kommt Tarot eigentlich, was bedeutet das alles und auch die Kunst, also die Illustration, wie ist das eigentlich entstanden? Da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen das Wissen, außer zu wissen, was es gibt und wie die Sachen dargestellt werden. Aber Zerstörung eines Turms habe ich deswegen auch mal von Ted Williams, den Engelsturm, mitgebracht, also das Buchcover. Das ist der vierte Band, ach, da oben steht es ja, seiner Reihe, das Geheimnis der großen Schwerter, ist nur eines von vielen Beispielen, wo es das gibt. Doris schreibt, der Turmbau zu Babel wird ja gerne als Metapher für eine der Anmaßungen der Menschheit verstanden. Wenn man nun Gott als Autorität begreift, die sich von der Einigkeit der Menschen bedroht gefühlt hat, und diese am Ende ja zerschlagen hat, fragt sich, ob die Geschichte sich nicht auch zur Abschreckung geeignet hat, um bestehende Machtstrukturen von Kirche und Monarchie abzusichern. Wurde die Geschichte denn mal von dieser Seite beleuchtet und vielleicht in Literatur oder Popkultur aufgegriffen? Jetzt muss ich gerade nur überlegen, Geschichte nicht so abschrecken geeignet hat, um bestehende Machtstrukturen von Kirche und Monarchie abzusichern. Achso, ja, puh. Ich überlege gerade, generell ist, glaube ich, jede Turmzerstörung eine Machtdemonstration. Und hier heißt es ja, also ja, nämlich, dass der Mensch natürlich an seinem Platz bleiben sollte und die Gebote Gottes einzuhalten hat, weil ansonsten nicht so tolle Dinge geschehen. Daher auch diese Reihe von, Moment, Verfehlungserzählungen im Alten Testament. Da geht es ja jedes Mal um eine andere Verfehlung des Menschen, die dann bestraft wird, von der Sintflut über die Zerstörung des Turms und so weiter. Andere Beispiele, Literatur oder Popkultur, wo das so dargestellt wird, ich überlege gerade. Fällt mir jetzt gerade spontan nichts genau so ein, aber das kommt bestimmt relativ so, wenn ich jetzt die nächsten Tage darüber nachdenke. Kann ich gerne auch überlegen. Oder falls jemand was einfällt, natürlich gerne in den Chat schreiben. Ich gerade. Abschreckung. Ecclesia meint, ich würde ja nicht sagen, dass sich Gott bedroht gefühlt hat. Es wird sogar im Text extra deutlich geschrieben, dass er erst einmal herunterkommen musste, um sich den riesigen Turm näher zu betrachten. Der Unterschied wird deutlich gemacht. Genau, also ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen dem, was im Alten Testament auch wirklich steht und was dann unter anderem später zu diesem Mythos hinzugefügt wurde. Also diese Ergänzungen des Flavius Josephus sind zwar wahnsinnig prägend für unsere Vorstellung von dieser Geschichte, gerade auch die Zerstörung des Turms, die ja auch im Alten Testament nirgendwo steht, haben aber ja erstmal mit dem Alten Testament nichts zu tun. Genau, es geht eher darum, dass sie sich ja in die Welt verstreuen sollen und nicht selbst erhöhen. Genau. Kann man natürlich auch so ein bisschen sehen. Mensch, weiß, bedenke, wo dein Platz ist. Also, ist ja auch so.
Genau, so wie ich es verstanden habe, ging es nämlich um das Gebot Gottes, dass man sich die Welt untertan zu machen hat als Menschheit, was bedeutet, nicht an einem Platz zu siedeln, sondern halt sich zu verteilen und überall zu sein. Weswegen dieser Turm, und das habe ich dann auch nur im Kontext verstanden, es war halt die Stadt und der Turm, wo die gesamte Menschheit gelebt hat und sich nicht verteilt hat, um irgendwas zu tun. Und das war das, was nicht so schön war. Aber trotzdem das Motiv natürlich dann Turm bauen, um bei Gott anzuklopfen, also Hochmut, Hybris auch eine wichtige Rolle spielt. Auch bei anderen Werken vor allem der Literatur, wo der Turm zur Babel bis heute sehr, sehr lebendig ist, wie ich festgestellt habe, wollte euch nur mal ein paar Beispiele noch zeigen. Hier die Reihe Sandlin Ascends von Josiah Bancroft, habe immer Joshua gelesen, aber es ist ja ein I. Ist eine Trilogie, auch ganz rechts noch die deutsche Version. Da geht es tatsächlich darum, den Turm zu Babel zu besteigen, den es dann wirklich gibt und jemand da einen Ausflug hinmacht und dann, wie, weil der Turm so riesig ist, in eine eigene Welt gezogen wird. Ich habe nur den ersten Band gelesen, die anderen beiden, 2 und 3, sind, glaube ich, noch nicht auf Deutsch erschienen. Kann ich nur empfehlen, hat sich sehr gut gelesen, ist der Turm in verschiedene Level aufgeteilt, die dann irgendwas zu der Versorgung des Turmes machen und niemand weiß, was an der Spitze ist, weswegen ich ihn ja unbedingt lesen wollte, das Buch lesen wollte, was dann da oben passiert. Ich habe keine Ahnung, habe aber so den Eindruck, dass es da schon einige Anspielungen auf das Alte Testament oder den Mythos gibt. Hier noch die Spiegelreisenden. Das Gedächtnis von Babel, auch hier dann wieder, ne, Babelturm. Ja, es ist jetzt zwar kein Schraubenturm, aber wiederum dieser sich verjüngende Turm, Rundturm. Und in der Kurzgeschichtensammlung Arrival von Ted Chiang, der unter anderem die Kurzgeschichte für Arrival geschrieben hat, gibt es eine, die der Turm zu Babel heißt. Und da schaffen es die Menschen dann, das ist also eine Alternativgeschichte, statt halt, dass der Turm dann zerstört wird, schaffen sie es, ihn zu vollenden. Und er beschreibt das wunderbar, wie lange sie da gebaut haben, wie das funktioniert, wie die Wagen, tausende von Wagen mit Steinen aus der gesamten Umgebung dahin fahren und wie sie es dann schaffen, das Himmelsgewölbe wirklich zu erreichen und die Menschen dann anfangen zu meißeln, weil es natürlich aus einem sehr harten Material ist. Also da hat man da Ewigkeiten an diesem Turm gebaut, riesige Kraftanstrengung und dann ist da keine Tür, Mist. Und sie fangen an zu meißeln und einen Tunnel in das Himmelsgewölbe zu graben, weil sie ja dann weitermachen wollen und so weiter. Weiter möchte ich gar nicht erzählen, weil Ted Chiang wahnsinnig tiefe, spannende, nachdenkliche, philosophische, auch theologisch anspruchsvolle Geschichten geschrieben hat, die sehr zum Nachdenken anregen. Und die hat mich zutiefst beeindruckt. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich hätte sie euch gerne irgendwie gezeigt, aber dieses Buch ist in dem Stapel, die den Wasserschaden zwar überstanden haben, aber jetzt drüben eingelagert sind. Wir können ja irgendwann mal eine Leserunde machen. Dann, wenn ich wieder mehr Luft habe und ich andauernd husten muss. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Kann ich wirklich nur empfehlen. Hattest du eigentlich auch Barad-dûr gezeigt? Ich war zwischendurch mal rausgeflogen, aber gerade die Tarotkarten hatten Mordor-Vibes. Ich habe extra Barad-dûr und auch den Orthanc aus Herr der Ringe heute nicht mitgebracht, weil das tatsächlich für die Argumentation über generell Türme in Fantasy und Science Fiction fand ich wichtiger war in dem anderen Stream. Da hatten wir sie drin. Ich kann auch gleich nochmal den Link zu dem Video raussuchen, wenn du möchtest. Aber für heute fand ich es nicht so wichtig, weil es weder vom Motiv her, ja gut, doch Barad-dûr passt eigentlich, weil böser Herrscher ganz oben und dann wird der Turm zerstört. Das stimmt schon. Genau. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass es auch einen historischen Turm von Babel gegeben haben soll, der, glaube ich, von Alexander dem Großen abgetragen worden sein soll, um ihn in Alexandria wieder aufgebaut zu haben. Er soll allerdings in dieser Zeit gestorben sein. Genau, ich habe es tatsächlich heute, als ich mein Gedächtnis aufgefrischt habe, an dem großen W, also bei Wikipedia, auch nochmal nachgelesen. Also es gibt eine Zikkurat in dem historischen Babel, also Stufenpyramide, muss ein riesiges Ding gewesen sein, die auch sehr, sehr alt war.
und auf die Teile dieser Geschichte anscheinend auch zurückgehen. Die ist aber schon sehr schnell zerfallen. Und als Alexander der Große Babylon eingenommen hat und dann noch ein bisschen weiter marschiert ist, hat er das tatsächlich, laut Wikipedia, muss man immer natürlich ein bisschen aufpassen, aber das waren sehr viele Belege, waren da dran, hat das abtragen lassen bis aufs Fundament, weil er sie wieder errichten wollte und dann ein paar Monate später gestorben ist. Genau, das ist so das, was ich jetzt auch in Erinnerung habe. Genau, also die Idee der Ursprung, also der historisch ursprüngliche Turm zu Babel muss eine Stufenpyramide im alten Babylon gewesen sein. Die dann auch schon im 19. Jahrhundert hat man die Fundamente gefunden und konnte dann durch Inschriften im Fundament auch einige Bauphasen und so weiter rekonstruieren. War ganz interessant, mal nachzulesen. Genau, Turm zu Babel in der Literatur, einfach nur, weil es mir Amazon heute beim Raussuchen der Bilder für die anderen Buchcover gezeigt hat. Hier kommt irgendwas mit einem Turm zu Babel in Oxford, wo die Übersetzungsarbeit geleistet wird von diesem Weltenbau. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Es wurde sehr, sehr gehypt mit ganz vielen tollen Quotes, dass wie toll dieses Buch doch ist. Ich fand es klang jetzt nicht so spannend, aber okay, das ist immer Geschmackssache. Erinnert mich aber daran, dass Babel und die Sprachverwirrung halt bis heute so weitergehen und auch in der Science Fiction noch vorkommen. Hier natürlich ein Fantasy-Buch, nämlich mit dem Babelfisch. Per Anhalter durch die Galaxis. Ich hatte ja immer verstanden, es wäre der Babbelfisch, also vom Babbeln, vom Reden, bis mir eingefallen ist, nee, das ist rein hessisch. Das Wort kennt jetzt auch nicht jeder. Aber da hat man das. In Babylon 5, der Science-Fiction-Serie, kommt das ja schon im Titel vor, weil die natürlich der Treffpunkt ist in der Galaxis, wo alle Spezies mit allen Sprachen zusammenkommen. Also der so ein bisschen diese Funktion einnimmt oder die Umkehrung der Funktion. Und ist natürlich auch die sind eingestellt worden, die meisten Programme, aber Übersetzungsprogramme gab, die einen Bezug dazu haben, nämlich den Babelfish oder Babylon Translator von Microsoft. Nur so mal als Beispiel. Also es lebt ja bis heute noch irgendwie fort, diese ganze Geschichte. Das fand ich dann auch sehr spannend. So Richtung Abschluss habe ich euch einfach noch ein bisschen Fantasy und Science Fiction Art mitgebracht, die mir so in den letzten Jahren untergekommen ist und alle den Titel irgendwas mit Babel, Turm zu Babel oder sonst, ja, sehen wir gleich, damit zu tun haben. Ich dachte, die wollte ich noch gerne mit euch teilen, einfach um zu zeigen, dass diese Geschichte und diese Begrifflichkeit, aber auch die Motivik dahinter, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben und diskutiert haben, bis heute fortlebt und gerade hier in so Fantasy Art, Concept Art, Science Fiction Art immer und immer wieder aufgegriffen wird. Moment. Krieg keine Luft mehr, das ist dann immer ein bisschen schlecht, wenn man reden muss. Genau, hier von 2013, dieses sehr coole Werk, das ich irgendwo mal per Zufall gefunden habe und bis heute sehr, sehr gerne zeige, weil ich es so stark finde, heißt The Tower of Babel. Ne? Turm in der Mitte einer Stadt. Ansonsten fand ich jetzt, gibt es relativ wenig Bezug zu irgendwas an Bedeutung oder Motivik, die wir so gesehen hatten. Aber okay, fand ich aber ein cooles Bild. Und dann links eine Illustration von Sebastian Mechenmoser für die illustrierte Ausgabe des Elfenbeinturms in der unendlichen Geschichte. Und auch hier dann wieder, ne, Schraubenform, sich verjüngend und so weiter. Und als ich das heute reingefügt habe, musste ich an das Ölgemälde rechts von Daniel Pawlowski denken, auch Babel genannt, der so ein richtig cooler, surrealistischer Künstler aus Polen ist. Weil, wie ihr da unten an dem Fußende vielleicht seht, diese Struktur des ansetzenden Turms wahnsinnig eng verbunden ist mit den unteren Elementen in der architektonischen Darstellung bei Sebastian Mechenmoser bei dem Elfenbeinturm. Irgendwie war das so für mich eine Verbindung, wo ich mir dachte, okay, irgendwie krass. Und geht halt alles auf die gleiche Motivik, finde ich, irgendwie zurück.
Tuna like the Fish, auch 3 Sternchen. Eine sehr gute Sprachlern-App. Ach, Babbel. Ah, okay. Ja. Genau. Ach so, was ich vorhin noch vielleicht man erwähnen könnte, ich weiß es nicht, es stand so im Wikipedia-Artikel. Wie gesagt, das muss man alles mit ganz, ganz großer Vorsicht immer mal betrachten, wenn es da um diese Interpretation oder so geht. Aber bei den Ziggurats hieß es, wurden die halt immer errichtet wie so eine Andockstation für die Götter, damit sie herabsteigen können und sich dann ab und zu mal im obersten Zimmer mit einer Priesterin treffen konnten, weil das halt auch das Allerheiligste bei den meisten Ziggurats war, wo nur die hohe Priesterin oder so hin durfte. Und da ging es darum, einfach nicht etwas, also nicht den Menschen zu den Göttern zu bringen, sondern den Göttern es zu ermöglichen, ab und zu mal zu den Menschen zu kommen. Und laut diesem Wikipedia-Eintrag haben die VerfasserInnen, ich denke mal meistens Verfasser, der alttestamentarischen Geschichte, die diese Türme oder Ziggurats kannten, die das nicht so ganz verstanden und haben das umgedreht und negativ gedeutet, dass man halt diese babylonischen Menschen, die babylonische Zivilisation etwas gebaut haben, um den Göttern näher zu kommen. Also das wäre Hybris, was ja auch die Geschichte erzählt, aber vom kulturellen Aspekt her war es genau umgedreht, nämlich eigentlich den Göttern es zu ermöglichen, zu uns zu kommen. Fiel mir gerade noch ein von diesem Artikel. Ich weiß es nicht, das müsste man halt alles mal ein bisschen nachschlagen, wie gut das stimmt. Musste ich jetzt aber gerade daran denken, weil bei Daniel Pawlowski natürlich auch der Turm im Prinzip nur so die Stütze ist für dieses gewaltige, geflügelte Wesen, das auch noch eine halbe gotische Kathedrale ist, weil das Bein da drin so versinkt und ich da gerade an das Herabsteigen über diesen Turm nachdenken musste. War jetzt auch wahnsinnig assoziativ. Aber passt natürlich ganz gut und es ist ein unglaubliches Ölgemälde. Gerade mal so groß. Genau, aber auch hier, ne, die Motivik haben wir jetzt auch schon mehrfach gesehen. Und hier noch 2 Künstler, die ich bei Instagram immer total gerne folge. Beides, na gut, links The Tower genannt, aber das, was wir jetzt schon gesehen haben, kann das natürlich nur der Turm sein, nämlich der Turm zu Babel. Und links Babel Tower für ein Virtual Reality Projekt, auf das ich auch sehr, sehr gespannt bin. Müsste mal wieder gucken, ob es das jetzt schon gibt oder so. Weil da dieser Turm auch ziemlich cool dargestellt ist mit der Stadt darunter, die in der neuen Sachlichkeit dargestellt ist. Und oben dann immer moderner wirkt und dann da oben diese coole Spitze hat. Also ich bin wahnsinnig gespannt, was das gibt und was das ist. Genau. Jetzt haben wir auch schon wieder 9:30. Ich glaube, wir kommen zum Ende, indem ich euch nochmal zum Abschluss 3 Bilder eines meiner absoluten Lieblingskünstlern in der Fantasy- und Science-Fiction-Art zeige, nämlich Marc Simonetti. Und da bin ich auch drauf gestoßen, weil er total gerne Türme malt. Und ich mir dachte, na gut, nicht jeder Turm ist ein Turm zu Babel. Da müssen, glaube ich, schon ein paar mehr Sachen zusammenkommen, als nur irgendwie ein großer, mächtiger Turm zu sein. Aber das Werk ganz rechts von ihm heißt tatsächlich der Turm von Babel. In der Mitte The Ethereal Cathedral, die wir auch schon mal im anderen Kontext hatten. Also irgendwie, als ich es betrachtet habe, musste ich schon an die ganzen alten Gemälde denken und die anderen Darstellungen des Turms. Und ganz links Tides of the Titan. Ich weiß nicht, da musste ich einfach so ganz assoziativ dran denken, weil Turm, umliegende Stadt und irgendwelche Dinge passieren. Aber ich fand das eine ganz gute Möglichkeit, auch zu sagen, nicht jeder Turm ist, glaube ich, hat was mit dem Turm zu Babel zu tun. Der Turm zu Babel ist aber der erste Turm, der bis heute in seiner Motivik, in seiner Bedeutung, in seiner Interpretation, in seiner Vielschichtigkeit der Erzählung bis heute nachhallt und uns irgendwo immer noch beschäftigt und immer wieder auftaucht im Namen, in der Motivik und in der Bedeutung. Und damit dachte ich, komme ich einfach auch mal zum Schluss und halte die Klappe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder Luft holen. Genau, ich wäre am Ende. Im wahrsten Sinne. Ja, so viel geredet. Genau.
Ich trinke noch mal einen Schluck. Aber gerne doch. Ich hoffe, es war kein, nicht zu vortragsmäßig. Ich versuche ja hier keine Vorträge im akademisch langweiligen Sinne zu machen, sondern so Thema, Input, Überlegungen, bisschen viel, Hintergrund natürlich, aber vor allem einfach schöne Dinge angucken und mit euch über Fantasy, Science Fiction und andere tolle Dinge zu diskutieren. Was mich zu dem Thema bringt, also vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick, was noch so passieren wird in nächster Zeit. Ich habe nämlich heute mal angefangen, den Themenplan zu machen. Was heißt den Themenplan? Und also ich versuche es ja auch immer so ein bisschen auszubalancieren. So. Immer eher künstlerisch, kunsthistorisch, architektonischen Schwerpunkt, dann wieder einen eher theologisch, religiösen, mythologischen Schwerpunkt zu machen, dass es nicht zu Fantasy oder zu Science-Fiction-lastig ist und so weiter. Es ist tatsächlich anstrengender, als man, als sich das anhört, auch wenn ich tausende von Ideen habe. Und dachte mir, nächste Woche könnten wir uns noch mal in lockerer Runde, nämlich die neue Magic the Gathering Edition angucken, nämlich Dominaria, weil das einerseits eine der wichtigsten Welten von Magic the Gathering ist und andererseits, weil ich so meine Probleme damit habe, visuell. Und das würde ich gerne mit euch diskutieren, was da so los ist und Dominaria generell ziemlich cool ist. Und es tolle Illustrationen und neue Künstlerinnen und Künstler zu entdecken gibt. Und ich mir dachte, da könnten wir mal wieder ein bisschen Magic the Gathering Art machen. Muss gerade mal gucken. Moment. Weil ich natürlich auch das große The Art of Magic the Gathering Dominaria Buch habe, sodass das auch eine tolle Ergänzung ist, weil das ungefähr 20 von 25 von 30 Jahren Magic the Gathering Geschichte ist, sodass wir ein bisschen Dominaria feiern können und ein bisschen gucken können, was da so los ist. Und das tatsächlich dann auch nächste Woche Donnerstag, das ist der 29. Ich einen Teststream mache. Das war jetzt eine große Ankündigung für, ich mache eigentlich gar nichts, außer Dinge ausprobieren, die ich nur live ausprobieren kann, nämlich unter anderem für die Touri-Touren und für Discord-Gespräche und Diskussionen, die wir nämlich dann ab Oktober alles machen wollen würden. Und also wundert euch nicht, wenn ich am 29. online komme. Es wird nicht viel passieren, außer dass ich hier stehe und an der Technik verzweifle. Aber ihr merkt, es muss getestet werden. Und selbst dann funktioniert es nicht, aber ich will es zumindest nicht im Live-Betrieb machen. Wer Zeit und Lust hat, da am Donnerstag, den 29. ab 20 Uhr mit mir irgendwie ein paar Sachen ausprobieren zu wollen, mit Discord, mit Verknüpfungen. Ich schließe die PlayStation an und guck mal, dass wir das alles so zum Laufen kriegen. Ich will mal testen, ob ich meinen Netflix und mein iTunes-Film-Gedöns hier auch mit euch teilen kann, damit wir vielleicht auch mal Watch-Partys machen können oder zumindest Filme angucken können, einzelne Szenen und ich nicht immer nur auf schlecht auflösende YouTube-Sachen ausweichen kann und so weiter, würde ich mich sehr, sehr freuen, falls jemand Zeit und Geduld hat, mich fluchen hören zu wollen. Genau, und damit ist der September dann ja auch schon wieder rum, was mich sehr deprimiert, dass schon wieder der Monat rum ist. Aber ab Oktober geht's so richtig los. Yay, Watch-Partys! Genau. Ich muss es mal ausprobieren. Ich weiß es nicht, ob da vielleicht eine Blockade drin ist. Das befürchte ich so. Kann ich aber nur testen, wenn ich live bin und mir jemand sagt, ich sehe was, ich höre was oder auch nicht. Deswegen, falls da ein, zwei Leute sich opfern wollen würden, ich wäre wahnsinnig dankbar. Ansonsten müssen wir es über Discord machen. Genau, und dann ab Oktober geht es so richtig los. Am 4., das ist der Themendienstag, würde ich gerne das Thema heilige Natur aufgreifen oder göttliche Natur. Ich bin noch nicht so ganz sicher, welches Wort ich besser finde. Es geht um Landschaftsdarstellungen, Himmelsdarstellungen, aber vor allem Landschaft, also Naturdarstellungen, die bis heute vor allem in der Fantasy, aber auch in einigen Science-Fiction-Filmen, die Natur sehr überhöht, sehr positiv, sehr vergöttlicht darstellen und wie das so mit dem 19. Jahrhundert zusammenhängt mit der Romantik, der romantischen Malerei und so weiter. Unter anderem, da wird dann sehr, sehr viel Herr der Ringe, Hobbit, Harry Potter habe ich so im Kopf und anderen Sachen sein. Das würde ich dann gerne am Themendienstag machen. Und zum Einstieg dann in den richtigen Donnerstag, der noch keinen Namen hat,
Format Donnerstag? Nee, nicht gut. Ab 20 Uhr machen wir die erste Touri-Tour, nämlich Cyberpunk 2077. Wir gucken uns einfach mal Night City an. Ich will mal testen, wie wir das so machen. Und da macht es natürlich Sinn, das einfach mal als so zu machen mit einem Spiel, das ich auch gut kenne, wo ich einen hohen Punktestand habe und wir nicht andauernd abgemurkst werden und hin und her springen können. Und dann machen wir halt einfach mal Cyberpunk. Und dann so als Ausblick auf jeden Fall, was ansteht, Ende November, Mitte November. Wir werden Mittelerde besuchen und einfach mal Ring of Power und die Mittelerde-Trilogien, die Filmtrilogien miteinander vergleichen. Wir schauen an, was in Ring of Power an Orten, an Architektur, an Bildern, an Bildeinstellungen so zu finden ist, wie die wirken, was da so zu entdecken ist in Numenor und in anderen Ortschaften. Und genau, wollen das machen, also Revisiting Middle-earth oder sowas. Tatsächlich am Ende, ich wollte erst, dass alle die Möglichkeit haben, alle Folgen zu sehen und dann das einfach danach machen. Und das Gleiche machen wir mit Revisiting Westeros, sobald House of Dragons durchgelaufen ist. Das ist so ungefähr eine Woche, nachdem Ring of Power durch ist. Das heißt, wir werden so 2 Wochen Fantasy Knallhart dienstags machen. Mit Drachen und Ringen und Elben und so weiter. Genau. Und die Donnerstage bin ich jetzt gerade noch an der Terminfindung. Da steht unter anderem World of Warcraft im Raum und unter anderem auch ein Interview zum Thema fantastische Orte, Conventions, mit einer Organisatorin einer Convention, einer ganz großen Fantasy, Science Fiction und Horror Convention nächstes Jahr, die ich dann hier einladen möchte. Nicht nur, weil sie eine gute Freundin von mir ist und wir das dann so mein erstes Gespräch mit jemandem auf Twitch via Discord ist, sodass es dann nicht ganz so unangenehm ist, wenn es mal wieder nicht funktioniert, sondern auch, weil sie ein ganz, ganz toller Mensch ist und eine ganz tolle Vision hat für Fantasy, Science Fiction, Horror, Fan-Conventions der Zukunft, wie wir alle miteinander weiter in Kontakt treten können und Dinge tun können. Deswegen, da bin ich auch gerade in der Abstimmung und den Rest teile ich euch mit, sobald ich irgendwie geplant habe und dran denke. Das kommt alles und wir lernen dazu, ich lerne dazu und genau. So, also der November ist im Prinzip auch schon wieder voll. Es steht noch ein paar Sachen drauf. Ich muss jetzt noch ein bisschen Themen schieben und gucken, was ich wie machen möchte. Und genau, wenn ihr irgendwas habt an Ideen, Wünschen, Gesprächsthemen, Orten, Büchern, keine Ahnung, wenn ihr mal über sowas reden wollt, kann ich nur empfehlen. Richtig cool. Wollte ich euch heute noch erzählen. Machen wir einfach nächste Woche. Immer her damit. Ich freue mich total und gebt mir Hinweise, gebt mir Tipps, gebt mir Wünsche und den Rest kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ansonsten, es ist jetzt 21:15. Ich denke, wir machen langsam Schluss. Ich guck mal, wer online ist, wo wir hinspringen können, was jetzt nicht unbedingt ein Kiosk ist. Zur Not ist es auch ein Kiosk, aber wir gucken einfach mal. Ach ja. Moment. Wie mache ich das denn jetzt schon wieder? So, ich folge ja auch generell eigentlich nicht so vielen Leuten. Ich muss mal mehr Leuten folgen. Wir würden einfach mal zu Sören Vogelsang rüberspringen. Singer-Songwriter, der viel Musik macht, auch zum Thema LARP und Role-Playing-Games und so weiter. Es ist immer sehr, sehr schön, gerade abends bei Singer-Songwriter-Musik von guten, tollen, talentierten Künstlern, glaube ich, nochmal so ein bisschen abschalten zu können. Ich bedanke mich bei euch für heute. Es war wunderbar, dass ihr alle da wart. Ich freue mich sehr. Genau, nächste Woche Dienstag geht es 20 Uhr weiter und dann gucken wir an das andere über Instagram und auf unserem Discord-Kanal. Ich freue mich natürlich, wenn jeder, der noch nicht folgt, hier folgt. Wir haben die 50 geknackt, dank eines wunderbaren Menschen bei der Games Week, der Menschen überzeugt hat, mir zu folgen, was ich total toll fand, sodass wir bald, bald, bald hoffentlich den Affiliate-Status haben und hier mit coolen Kanalpunkten und anderen Sachen Dinge tun können. Deswegen folgt mir natürlich weiterhin gerne. Ich glaube, einer fehlt noch, weil Twitch immer einen abzieht, warum auch immer. Offiziell habe ich 49. Folgt mir natürlich auch gerne bei Instagram, kommt auf Discord, diskutiert mit uns, teilt eure Ideen mit uns, was ihr so findet.
Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und wir hüpfen einfach mal zum Sören und Raiden. Ich habe es immer noch bis heute nicht verstanden, wie es funktioniert. Ach, da läuft's. So, wir haben noch 5 Sekunden. Macht's gut, bis bald.